Ja, moin moin, da bin ich wieder heute im Auftrag des Bartes. Ich hatte unter dem Weihnachtsbaum ein fantastisches Paket von Philips, ist auch noch verschlossen. Wir schauen jetzt zusammen mal rein und gucken mal, was hier drin ist. Ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, eine Weltneuheit. Viel Spaß! Philips hat mich darum gebeten, dieses Paket auszupacken, das Ganze live auf Kamera zu bannen und deswegen ist es noch versiegelt. Wir schauen jetzt gemeinsam mal rein, was dieses Paket beinhaltet und ich zeige euch auch noch, womit ich bisher meinen Bart, mein Gesichtshaar gepflegt und in Form gebracht habe. Und dann schauen wir mal, ob das hier wirklich die Revolution 2016 ist. Ja, zu meiner Rechten sehen wir so die Utensilien, die ich bisher benutzt habe, um mein bescheidenes Barthaar in Form zu bringen. Das ist einmal hier so ein Laser, wildes Schneidegedöns, weiß ich nicht, wie der heißt, der Akku ist auch gerade leer. Ein Kamm, das ist so, um die ganz feinen Konturen zu rasieren, Rasierer, Schere und Pinsel. Was wir jetzt aber hier haben, ist tatsächlich eine Weltrevolution. Philips hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Es ist noch komplett versiegelt. Wir werden das jetzt gemeinsam öffnen und das soll jetzt in 2016 auf den Markt kommen, das Ganze. Also die Verpackung ist halt auch noch nicht bedruckt. Ich denke mal, das ist jetzt einfach so ein Prototyp und wenn Sie schlau sind, batschen Sie mich hier vorne drauf. Nein, im Ernst, also wir schauen mal, was das wird, aber es wird mit Sicherheit, ist das nicht die finale Version der Verpackung. Sondern erstmal nur so ein Teil. So, und da ist die Revolution. Das ist der One Blade. Ja, also mir gefällt zum Beispiel ganz gut, dass das so diese natürliche Papierfarbe spricht mich jetzt persönlich an. Also ich könnte mir jetzt vielleicht auch vorstellen, dass dieser Karton vielleicht doch original ist und dann nachher der Fotoschuber oder so darüber kommt, dass der Karton gar nicht selbst bedruckt wird, weil es passt irgendwie so zum Style. Ja, ich sehe jetzt hier als erstes, das sieht aus wie die Klingen. Also anscheinend gibt es da zwei verschiedene Geschichten oder dass es eine Klinge ist und Aufsätze, verschiedene Aufsätze vielleicht. Also ich sehe das Ganze zum ersten Mal jetzt. Ja, also nett verpackt, stilvoll verpackt. Mal gucken, was hier noch so drin ist. So, da ist der One Blade. Okay, liegt gut in der Hand. Ziemlich schwer, cooler Style, so an den Seiten so ein bisschen gummiert, angenehmes Gewicht, also nicht zu leicht, nicht zu schwer, rutschfest. Ah. Und hier drunter haben wir dann das Ladekabel, die Bedienung, Garantie und so weiter und so fort. Ja, also zu meinem ersten Eindruck, schön, einfach gehalten, stilvoll verpackt, passt irgendwie, angenehmes Gewicht, scheint also auch mit Akku zu funktionieren. Natürlich eine gewisse Grundladung da, aber ich werde das ganze Teil jetzt mal aufladen und mal schauen, wie das funktioniert. Ich muss mich da ein bisschen einlesen. Hier haben wir eine Klinge, die wird man dann hier oben vermutlich so drauf stecken und das andere sind ganz offensichtlich Aufsätze in verschiedenen Schnittlängen, die man dann auf die Klinge oben noch drauf stecken kann. Also ich bin gespannt. Dieses Gerät soll so ziemlich alle Geräte ersetzen, die es auf dem Markt gibt. Ja, also Langhaarschneider, Kurzhaarschneider. Es wird ein Trimmer für die ganz feinen Arbeiten. Also ich bin wirklich gespannt. Es sieht auf den ersten Blick auch wasserdicht aus. Ob es das ist, weiß ich nicht. Es fühlt sich so ein bisschen so an. Ob man das Ganze auch unter der Dusche verwenden kann, würde mich zum Beispiel interessieren. Ich bin selber gespannt. Bleibt bitte auch gespannt, wenn es euch interessiert. Fragen gerne in die Kommentare. Ich versuche die dann alle im nächsten Video abzuarbeiten. Und mal schauen, ob es jetzt meinem Bart dann auch demnächst mal so an die Pelle geht, ans Fell. Schauen wir uns an. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Viel Spaß bei den nächsten Videos und vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich wieder für einen Daumen oder über einen Daumen hoch
und wünsche alles Gute. Bis dahin. Ciao.